das Herz. Es gibt Höhe und Tiefe, es gibt Freude und auch Schmerz. Doch alles, was zählt, ist der Sieg und der Spass. Mischung ist wichtig, man braucht für alles ein Mass. Wir sind zwar alle verschieden, haben andere Freunde und Hobbys, doch auf dem Feld zählt nur eins. Wir gewinnen unseren Job, ist und verbinden wir uns und stehen Schulter an Schulter, kämpfen bis zum Sieg über 93 Minuten. Stopp dein Verein, Kids Academy, Männer, Frauen, Fans, alle für einen und einen für alle, nochmal, jeder für jeden, so bleibt Zürich am Ball. Für ihn. Jetzt hat er schon gespielt, gewonnen gegen Yverdon. Die Meisterschaft ist noch nicht vorbei, aber wir sind Meister, mit dem Pokal bekommen. Du wirst leider die Saison bei uns nicht mehr länger verlängern, du wirst wechseln. Ist es ein spezielles Gefühl für dich, dass du jetzt hier nochmal Meister geworden bist? Es war sehr speziell, vor allem ich war noch nie so aufgeregt in dieser Saison wie vor diesem Spiel, weil es auch mein letztes Heimspiel da ist, was auch sehr traurig ist. Aber ich hatte Spass gehabt und dass mir noch ein Goal gelungen ist, hat mir auch noch sehr Freude gemacht. Ja, ja, ich hatte den Eindruck, du warst super engagiert. Hast du mir nochmal zeigen, wie gut du wirklich bist? Ich habe alles gegeben, ich habe versucht, der Mannschaft zu helfen. Und ja, ist mir auch, glaube ich, gelungen. Ja. Ich kann mich gut an das Goal von dir erinnern in Prag, das uns in der Champions League auch weitergebracht hat. Ist das dein schönste, wichtigste gewesen, oder gibt es noch ein anderes? Es war mein schönste und wichtigste Goal gewesen, mal. Deine schönste Erinnerung an den Verein? Zweimal Meister, das ist die schönste Erinnerung für mich. Und ich hoffe jetzt auch die Göpsigerin. Das wäre dann das Beste für mich und ein guter Abschluss. Super, alles Gute, wir wünschen dir alles Gute und bist immer wieder willkommen bei uns. Danke vielmals. Gut. Sandrine, du hast heute den Pokal und eine Medaille bekommen. Es ist deine erste Meisterschaft, die du gewinnst. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Ja, riesige Erfahrung schon zuerst. Ja, unglaublich. Zuerst erster Titel. Und riesige Freude. Es ist deine erste Saison bei den FC Zürich Frauen. Du bist zu uns gewechselt letzten Sommer. Hast du dich wohlgefühlt? Gibt es einen speziellen Moment, der für dich wichtig war?
Ja, zuerst Champions League, aber leider verletzt, 3,5 Monaten. Und dann schneller zurück im Januar, fit. Und bis jetzt, ja, sehr glücklich mit der Mannschaft. Fühlst du dich wohl in Zürich? Ja, sehr. Was hast du noch für Ziele? Ja, Serena Cup-Final, das Double holen und Champions League, Serena August. Und wer im Team, mit dem verstehst du dich am besten und mit wem am schlechtesten? Ja, am schlimmsten mit niemandem, sind alle super. Und sonst mit ja, fast allen sind alle super Frauen und ja, eine gute Stimmung. Vielen Dank und alles Gute für den Cup-Final. Gerne. Sandra, ich glaube auch für dich ist es der erste Meistertitel, den du hier gewinnst. Du bist im Laufe der Saison zu uns gekommen. Ist das ein Grund gewesen, dass du gedacht hast, dass die Chance grösser ist, dass ich Schweizer Meister werde? Also, es war kein Grund gewesen wegen dem. Ich habe einfach auch die Mannschaft und das Umfeld von FC Zürich jetzt auch relativ mega gut gefunden. Ich bin auch schon ein paar Trainings schauen, also hat mich niemand gesehen. Aber ja, ich finde auch das Training ist da viel anders. Es macht Spass, jedes Training. Man muss Vollgas geben, um zu spielen. Es ist nicht so, dass man einfach trainieren kann und dann spielen. Es ist wirklich, man muss Vollgas geben, um zu spielen. Und jetzt, ja, ich bin sehr froh, dass wir jetzt den Schweizer Meister geholt haben, den Titel. Und ja, es ist etwas Besonderes. Es ist dein erster Titel. Kannst du schon Gefühle in Worte fassen, was es für dich bedeutet? Also für mich bedeutet es viel. Es ist einfach, ich habe schon zweimal einen anderen Titel geholt mit U. Und mit der ersten Mannschaft ist es unbeschreiblich. Also es ist wirklich etwas Gutes. Jetzt in einer Woche ist der Cup-Final, das ist das nächste grosse Ziel. Was hast du für ein Gefühl? Ich habe ein gutes Gefühl, auch jetzt, wie wir trainieren, wir sind wirklich fokussiert auf das. Und ich denke, ich habe ein gutes Gefühl. Also es ist, wir gönnen den Cup-Sieger. Wir haben ihn sicher. Als relativ neue, junge Spielerin hier bei der FC Zürich Frauen, wie hast du etwas Spezielles erlebt in dieser Zeit bei uns? Etwas, was dir speziell gut gefallen hat, was dir in Erinnerung bleibt? Also in Erinnerung bleibt mir eben jetzt der Titel. Wir haben wirklich geschafft für das. Ich bin ja fast mit in der Saison gekommen, aber auch schon dort habe ich gespürt, dass ich jetzt einfach Vollgas muss geben muss, auch um ein paar Spiele zu spielen. Und ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Es ist jetzt auch der Cup-Sieger jetzt, der Cup-Spiel. Wir sind eigentlich schon parat, also auch die jetzt nicht werden spielen, wir wissen es ja auch schon ein bisschen. Und einfach alle, wir sind alle parat, auch die auf dem Bänkli, wir geben Vollgas. Und jetzt heute Abend wird noch gross gefeiert? Sicher, also ich denke, wir gehen sicher noch feiern. Sollte so sein, ja. Das ist mehr als verdient. Genau. Alles Gute, schöne Feier und auch für den Cup-Final und für die Zukunft alles Danke Gute. Danke vielmals, Yeah, no, Katie, this is your first title in Switzerland. How does it feel right now for you? It feels very, very, very happy, but I kind of feel like I can't. I only came half the season, so I feel like I can't take all the credit and that the girls did most of the hard work before I came. So. Yeah, I'm very happy. But since you're here with us, whenever you were in Switzerland and you had the time, you did actually play, so you still have a few games and you were a key part of this team as well. So yeah. I think it's a whole effort from everybody. Yeah. So do you still have some emotions or you feel not too much involved? Oh no, definitely feel involved. The team are really nice and they make me feel really, you know, included into the team. Very proud moment. Good. And in 1 week we have another big match. What are your expectations about that match? I'm very excited about the cup final. We were a little shaky on Wednesday night, I think. Maybe the pressure that if we won this game we would win the league, and so for me that was a game where we had the experience of maybe a few nerves, and now we can take what we learnt in that game and take it to the cup final and start with, you know, a bit more, a bit more calm and ready to take the game on from the first minute, because that's what is needed at a cup final. You have played in many different countries and different leagues. It's the first time you're in Switzerland. How do you value
the league and what have you seen so far? How do you feel and think about the teams, the players, the coaches? Yeah, the league's been very good. I've been impressed, and especially with the Zurich team, they have a very professional approach. Everyone comes early before practice and does some exercises, and the trainings are good, and we train, you know, all throughout the week, and the intensities are good, and the league's has impressed me so far. Well, that's good to hear. You think you're prepared and ready for the FIFA Women's World Cup this summer with when you will play with New Zealand? Yeah, absolutely. We've still got a few games before we start our first game at the World Cup. We go to Japan middle of May, so a few games there, and then we play Australia and Canada before we have our first match. So. So it's really nice for us in Zurich to have you here with us in our team, and we wish you, of course, with New Zealand, all the best in the Women's World Cup. Thank you.